Hallo und willkommen zurück bei Fallout 4. Wir stehen hier direkt vor Vault 95, wo wir für Kate ein Hilfsmittel gegen ihre Drogenabhängigkeit holen. Oder zumindest da ihre Drogenunabhängigkeit erreichen wollen. Und deswegen guck mal, was hier passiert. Ich erwarte schlimme Dinge. Aber ich würde gerne Kate von ihrem Drogenproblem befreien. Und aus dem Grund macht man das auch alles hier. Ganz schön lange Fahrstuhlfahrt, du. Ah ja. Fängt ja schon mal gut an, würde ich sagen. Cool. Tja, bei dir sah das nach einem Kinderspiel aus. Sagen wir so, Schlösserknacken hat sich innerhalb der Apokalypse gut bewährt, ne? Und ich glaube, in dem Fall würde ich das auch versuchen, wenn ich in der echten Apokalypse bin. Da sitzt jemand. Stromsteuerung. Die deaktivieren wir mal. Obwohl, kann ich nicht. Habe ich nicht das Stromsteuerungsding? Schützt du mich? Ich muss das sagen, habe ich doch. Ferngesteuerte Stilfunktion. Keine Ziele gefunden. Okay. Dann, Verschlüsseln zieht auf alles, auch auf dich, du Lutscher. Überbrückung macht dich zum Admin, nieder mit den Feinden. Sabotage führt zur Selbststörung beim Schießen. Lass das Chaos aufbrechen. Also ganz funktioniert jetzt nicht, ne? Was verschlüsseln war, das auf alles schießt, ne? Sabotieren. Wir sabotieren einfach. Die Waffe darf nicht abgeführt werden. Okay. So. Wegen derer Gunner. Aber dann wäre es doch eigentlich doch sinnvoll, wenn ich das überbrücken lasse, ne? Dann würde nämlich der Gunner ja auch abgeschossen werden. Klar trifft er alles. Oh gut, ich kann ja jetzt halt das Ding aus Wut machen. Wir verschlüsseln das mal. So. Jetzt sollte das Ding eigentlich jeden Objekt losballern.
Theoretisch. Gerne ein bisschen Gast hier auch. Ein anderes geht's ja auch nicht lang, ne? Was? Deshalb legt man sich nicht mit den Gunnern an. Hat er gerade den Minigang gehabt? Rudi. So schnell konnte ich nicht mehr anders reagieren. Das ist auch noch hier. Klasse. Okay, das Terminal funktioniert scheinbar nicht so, wie ich es gerne hätte. Die Frage ist, warum? So. Dann machen wir es jetzt einfach so. Wir machen jetzt das schöne Katze-Maus-Spielchen. Einfach in Deckung bleiben. Rausgucken, wenn er wegguckt und so weiter, ne? Ich meine, ich habe mit vieles gerechnet, ne? Deswegen bin ich jetzt auch nicht ganz so überrascht, dass es hier schon so dermaßen anfängt. Wer hat ein Ziel? Ein typisches feiges Kommunistenmanöver. Alter, wenn ich Mr. Gasti schon höre, ne? Jetzt ist er mutiert. Sieben Gegner. Drei hier hinten irgendwo und die vier hier. Zwei auf der oberen Etage und zwei auf unserer Etage. Macht sieben auf einer Gesamtetage auf drei. Kommt schon, Leute, ich brauche ein Ziel. Problem ist, solange Kate da hinten im Warnbereich sitzt. Naja, kann ich nicht viel machen, ne? Ja, wir machen das auf der feigen Katz-Maus-Tour. Ist mir jetzt ein bisschen egal, bin ich ehrlich, weil ich möchte eigentlich ungern. Ja, ist ja gut. Ach, es ist sogar mehr als 4, 9. Das sind 10 Leute. Bin ich über 11. Da sind 2, 5.
Wird immer mehr. Da gibt mir ein bisschen auf den Sack gerade, bin ich ehrlich. Ja, für mich auch. Ist ja schön, dass wir es beide verstehen. Fühlt sich viel besser an. Danke. Aber gut, dass ich genug habe. Aber wir brauchen bald wieder neue. So ist nicht. Irgendwas verfolgt uns. Es ist aber nicht cool, Kate immer vorzuschicken, aber was soll ich machen? Habe ich dich. Ach, dann. Ich kam nicht weg, ich habe mich in der Tür verfangen. Ach, verdammt. Ich habe mich in der Tür verfangen. Das sollte natürlich nicht passieren, ne? Ich hätte einfach nicht vorgehen dürfen. Aber nun ja, machen wir den ganzen Spaß nochmal. Wir haben ja Zeit. Hau lieber ab, du dreckiger Kommunistenkuschler. Auch wenn mir dann Mr. Gasti echt auf den Sack geht. Der Mr. Gasti geht mir auf den Sack. Der Gaston geht mir auf den Sack. Der kann doch nach Hause, aber blöd. Die Frage stellt sich jetzt gerade, wie will ein Mr. Gasti jemanden in den Hintern treten? Der hat Schubdüsen und drei Augen. So was wie ein Fuß habe ich bei dem noch nicht gesehen. Einzigste Möglichkeit wäre, er würde jemanden den Befehl erteilen, hier tritt ihm am Arsch, ne? Ja, sicher. Die US Army ist in unserer Zeitlinie aktuell alles andere als das Highlight der Welt. Naja, ich könnte ihn jetzt mit dem nächsten Schuss auf den Kopf töten. Dann wäre der wenigstens mit seiner Minigun schon mal weg. Da kann man den Rest nach und nach ausschalten. Wir müssen das jetzt halt auf ruhiger Basis machen. Sehr schön. Den haben wir schon mal. Warum ist der Mr. Gasti? Den rennt wir anders lang. Wieder einmal ein ruhmreicher Tag in der US Army. Da oben rennt zwei lang.
Gunner Rekrut, Gunner. Okay, es sind zumindest keine. Die haben es auch schon gemerkt. Leider schon der, wo man nicht viel erinnert. Spielst du Spielchen mit mir? Es gibt nichts Schöneres als ein wenig Erholung auf Uncle Sams Kosten. Ja, Gott. Wo ist Onkel Ben? Das ist ein guter Reis. Hat der jetzt die Geste weniger geklaut oder wird? Ach du Scheiße. Wirklich weniger geklaut. Finde ich ja weniger berauschend. Nein, warum haben sich Gunner eigentlich in einer Vault niedergelassen? Ja gut. Wir haben uns auch in einer Vault niedergelassen, ne? Also der Grund ist schon naheliegend. Gott sei Dank sind die so schwach, dass wir die mit einem Schuss ausschalten können. Hau lieber ab, du dreckiger Kommunistenkuschler! Warten, bis der Mr. Gast hier unten ist. Die drei sind mir egal. Die anderen beiden rennen oben lang. Das heißt, die unten eigentlich ziemlich safe. Kommt schon, Leute, ich brauche ein Ziel. Kate, bleib hier. Gegen diese Minigun kommst selbst du nicht an. Kate ist übrigens das Gute, sagen wir. Ach du Scheiße. Mensch! Ach, der Aggressor geht mir auf den Sack. Das ist das Schlimmste von allen. Der Aggressor ist am schlimmsten. Habe ich nicht irgendwelche Sprengfallen, die ich dann legen kann? Bunkerminen. Mit Minen. Das ist schon mal was. Splitterminen wäre schon mal was. Ich meine, Grundgurkenminen kann man auch platzieren, ja.
Das Geld kriege ich ja auch nachträglich zum Einsammeln, du bist dich, aber... Nee, ich nutze ihn nicht gerne. Wobei, was ist denn stärker? Du hast 101, 301. Na gut, wir machen es doch mit den Kronkorkenminen. Dieses Schlachtfeld gehört jetzt Uncle Sam. Das Schlachtfeld gehört niemandem, Kollege. Warum kann ich jetzt nicht werfen? Aber es war alt, ne? Ich hoffe, noch K-Tritt da nicht drauf. Ich weiß nicht, ob das funktionieren kann. Okay, scheint nicht zu funktionieren, dass die drauf treten kann. Weil ich kann es auch nicht. Ach, ist alles doof hier. Ist es gar keiner mehr hier? Sind die jetzt komplett verschwunden, oder? Hallo. Wir waren doch noch nicht fertig. Den hab ich erwischt. Ich werde immer schreckhafter. Der ist schon wieder hier. Und was Wertvolles müssen Sie doch dabei haben. Gott, diese Dinger hasse ich wie die Pest. Lass liegen. Und auf Halter Minigun. Füllt deine Aktionspunkte beim kritischen Treffer wieder auf. Oh, weißt du was? Wo ist er? Warum sollte ich nicht auch ein bisschen Spaß haben? Irgendwas verfolgt uns.
So. Wer will als nächstes? Jetzt habe ich die Faxen-Dicke hier. Hier sieht's immer noch sauberer aus als in meiner Bude im Combat Zone. Ja, das ist doch schon schön. Ist mir egal. Ist jetzt genauso. Politisch Terminal. Okay, machen wir gleich. Spinn, 10er Kaliber. Mach mal die Musik aus hier, dankeschön. Hab ein eigenes Kino hier. Ah ne, die will ich mal haben. Wo bist du, Kollege? Warum sind die ganzen Scheißdinger hier alle versperrt? Was ist denn los? Patrone. Auch noch mit. Ein bisschen Stuff können wir mitnehmen. Stuff Boy. Oh. So, mal schnell die Munition aufladen. Die Waffe nachladen, besser gesagt. Und dann geht's weiter. Ach, der ist hier lang, der Kollege. Ich glaube, wir sollten uns möglichst weit entfernt von diesem Reaktor halten. Ne, gehen wir außen rum. Auch okay. Ja, ja, ist ja gut. Wir werden den Reaktor abschalten müssen. Schätzungsweise. Aber jetzt machen wir erstmal Jagd auf die Gunner. Beziehungsweise, wir machen das in der nächsten Folge. Wir haben es in der Folge jetzt nicht viel geschafft, gebe ich zu, weil ich musste halt da vorne irgendwo raushalten und. Ja, ich gebe zu, ein bisschen Camping machen. Oh. Du bist tot. Irgendjemand oder irgendwas spielt. Aber ja. Lass dich doch hier nicht von jedem niedermähen, der hier rein und rausgehen will. Aber wir werden es so machen. Wir werden jetzt erstmal kurz ein Folgenpäuschen machen und in der nächsten Folge rotten wir die Gunner hier weiter aus. Deswegen sage ich danke fürs Dabeisein und fürs Zuschauen und wir hören und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und ciao.